Liebe Leser, willkommen im Studio der Zeitschrift Unterwasser. In den nächsten Minuten möchten wir Sie auf das einstimmen, was Sie in unserer März-Ausgabe erwartet. Unser Reiseschwerpunkt führt diesmal nach Italien, eine Top-Destination. Nicht nur dann, wenn Sie eine Fernreise vermeiden und nicht allzu tief in die Tasche greifen wollen. Einfach ins Auto setzen und ab ins Land, wo die Zitronen blühen. Vor allem an der Westseite des Stiefels gibt es eine ganze Reihe Destinationen, die Dolce Vita mit erstklassigen Tauchplätzen verbindet. Unter Wasser präsentiert Sardinien, Bonza und Giglio, wo seit dem Abtransport der Costa Concordia wieder Ruhe eingekehrt ist. Tauchen in Island, das ist für viele gleichbedeutend mit der Silfra Kontinentalplatte, dem berühmten Klarwasser-Canyon, mit Europa auf der einen und Amerika auf der anderen Seite. Dabei hat die Insel aus Feuer und Eis viel mehr zu bieten, unbekannte Vulkanspalten, verborgene Kraterseen und kristallklare Lachsflüsse. 6 Österreicher haben sich auf die Suche nach den letzten Unterwassergeheimnissen Europas gemacht. Der spanische Ort Tarifa liegt an der Straße von Gibraltar, der engen Tür zum Mittelmeer. Wale und Schiffsverkehr müssen sich das bisschen Platz teilen und doch kann man hier regelmäßig Meeressäuger beobachten, sogar Orcas gehen hier auf die Jagd. Unser Wissenschaftsthema führt uns tief in den Brunnen von Nürnbergers mittelalterlicher Kaiserburg. Ein Team von Unterwasserarchäologen der Universität Kiel wühlt sich hier durch einen Bodensatz aus Schotter und Sediment, immer auf der Suche nach einem Indiz, das ihre entscheidende Frage beantwortet: Wie alt ist dieser Brunnen wirklich? Obwohl sie bereits tonnenweise Geröll ans Tageslicht geholt haben, ist das Rätsel noch nicht gelöst. Doch Schicht für Schicht geht es bei ihrer Suche weiter Richtung Mittelalter. Das sind natürlich nicht die einzigen Themen im Heft. Die komplette Vielfalt bekommen Sie ab dem 12. Februar im Zeitschriftenhandel. Und übrigens, Sie können selbstverständlich auch ältere Ausgaben nachbestellen. Einfach auf www.unterwasser.de auf den Menüpunkt Hefte klicken. Viele Grüße und bis nächsten Monat.